Karibu, liebe Freunde, ich begrüße euch sehr herzlich. Mein Name ist Nicole Heroth und ich erzähle euch jetzt etwas über Uganda. Angefangen hat die Geschichte eigentlich vor vielen, vielen Jahren. Bereits meine Mama war sehr aktiv in Uganda, schon in den späten 80er Jahren. Und wir wurden dann 2012 eingeladen als Erinnerung an meine Mama, die leider verstorben ist, und hatten die Möglichkeit, auf eine Einladung des Präsidenten hin, dieses wunderschöne Land erst einmal kennenzulernen. Nach dieser ersten Reise 2012 haben mein Mann und ich dann beschlossen, die vielen Angebote, die wir dort bekamen, doch auch wahrzunehmen und haben mit der Hilfe unserer Freunde hier in Österreich ein bisschen Geld gesammelt und ein Health Center, also ein kleines regionales Gesundheitszentrum, aufgebaut. Das Tolle ist, dass es sogar einen Top-Up sozusagen von der Weltbank gegeben hat und wir jetzt dort noch einen ganzen Bettentrakt mit einer Zahnstation dazu bekommen haben. Nachdem in Minani dieses medizinische Projekt schon sehr gut läuft, haben wir mittlerweile uns auch um die Volksschule angenommen und mein Mann Michael ist dort sehr aktiv und wird Ihnen jetzt erzählen, was er dort schon alles realisiert hat. Ja, liebe Freunde, danke, dass ich euch von unserem Projekt in Minani, von unserem Schulprojekt in Minani erzählen darf. Wie meine Frau schon erwähnt hat, haben wir 2017 dieses Health Center eröffnet und im Zuge der Eröffnung wurde uns gezeigt, dass gegenüber noch eine Primary School ist mit 7 Klassen und das Erschreckende daran ist, dass dort 1100 Kinder unterrichtet werden. Und da reifte in uns der Entschluss, dass wir uns um diese Schule annehmen werden und einige Klassen dazu bauen wollen. Es hat dann doch fast 3 Jahre gedauert an Vorbereitungszeit, ja, bis wir die ersten Sponsorgelder beisammen hatten und auch die Organisation und die Genehmigung der Bauten. Aber heuer im März 2022 war es endlich soweit und ich bin für 3 Wochen nach Uganda, nach Minani gefahren und habe dort den ersten Klassenblock bestehend aus 2 Klassen errichtet. Einen Tag lang eine Mischmaschine für die Bodenplatte, um die Verdichtung des Bodens durchzuführen. Alles andere wurde händisch gemacht. Wir hatten es geschafft, in 3 Wochen dieses Gebäude fertigzustellen. Die Ursache für diese ganzen Bautätigkeiten war ja, dass wir wirklich schockiert waren, dass dort in der ersten Klasse Volksschule tatsächlich in einem Raum 220 Kinder sitzen und unterrichtet werden. Diese tolle Motivation, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass wir die Klassenzahlen vielleicht auf wenigstens 70, 80 runterbringen, statt auf über 200 Kinder. Das ist jetzt das, was Michael schrittweise eins nach dem anderen realisiert. 2019 haben wir dann zu guter Letzt unsere Firma in Uganda gegründet. Die heißt OFAS Organic Farm Supplies und wir verkaufen und produzieren dort Biokräutermischungen für Nutztiere. Die Tiere bekommen ohne Grund Unmengen an Antibiotika und sonstige sehr, sehr chemisch toxische Arzneimittel in großen Mengen verabreicht. Und um dem vorzubeugen, arbeiten wir daran, dass wir diese Kräuterprodukte im Land etablieren und damit den Missbrauch von chemischen Arzneimitteln reduzieren können. Der Riesenvorteil ist, dass wenn Bauern dort für ihre Tiere diese Kräuter verwenden statt den Medikamenten, dann sind die Tiere um so viel stabiler und um so viel widerstandsfähiger, dass im Endeffekt der Verbrauch von chemischen Arzneimitteln um bis zu 80% auf den Bauernhöfen reduziert werden kann. Ja, jetzt haben wir euch sehr viel über Uganda erzählt und wenn irgendwer Interesse hat, uns bei diesen Projekten zu unterstützen, dann würden wir uns sehr über eure Teilnahme freuen. Auf Wiedersehen und vielleicht in Minani in Uganda.